Ganz Deutschland, hallo Herr Schmalle. Ich habe vor 2 Wochen ein Video auf YouTube gesehen namens Spill Your Guts or Fill Your Guts with Kim Kardashian. Da ging es darum, dass einem unangenehme Fragen gestellt werden und entweder man beantwortet diese unangenehme Frage mit der Wahrheit oder man muss etwas Ekelhaftes essen bzw. trinken. Which guest on the show has been the biggest jerk? Ich fand diese Idee relativ cool und habe mir gedacht, hey, wir trommeln einfach mal ein paar YouTuber zusammen und stellen uns gegenseitig echt unangenehme Fragen. Allerdings ist das bei uns komplett eskaliert. Wir haben uns im Laufe des Videos nur noch Fragen gestellt, die nicht jugendfrei waren. Deswegen, wenn ich euch jetzt gleich das Video zeige, was wir aufgenommen haben, werde ich einige Fragen, die einfach zu weit gingen, mit anderen Fragen, ja, übertonen. Ich hoffe, ihr versteht das. Sonst wird dieses Video definitiv runtergenommen oder ab 18 gesetzt. Und jetzt an der Stelle viel Spaß. Ach, sorry. Halt dein Maul. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich blende es euch mal ganz kurz ein. Diese ganzen Produkte haben wir heute im Supermarkt tatsächlich gekauft und daraus ein tolles Getränk gebastelt. Nein, doch. Oh. Sascha, möchtest du mal kurz riechen? Nee. Ja, das sind alle, die mit dabei sind. Sick. Hier wird immer eine Person sitzen und hinter der Kamera werden dieser Person Fragen gestellt. Und zwar keine normalen Fragen, sondern wirklich unangenehme Fragen, wo man wirklich in Erwägung ziehen könnte, einen Schluck von diesem Getränk zu sich zu führen. Ihr könnt gleich mal Nachschub holen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Bist du jemals deiner Freundin oder Ex fremdgegangen? Nee. Alles klar. Wen hast du gerufen, kannst du eigentlich überhaupt nicht leiden. Jetzt gerade hier. Am wenigsten. Jetzt gerade hier. Ja. Revi. Ah. So einfach. Boah, ich bin so empfindlich bei sowas, ich riech da dran, ich kotze schon, ne? Okay, cool. Liebst du Jodie mehr als deine Ex-Freundin damals? Ja. Okay. Wow. Okay. Studierst du, weil YouTube nicht so gut läuft? Nein. Sag die Wahrheit. Heißt du Sascha? Ich hab... Eigentlich jein, oder? Bist du schon mal beim Sex in unter 6 Tagen gekommen? Ja. Jetzt soll er mal runter, also. Eigentlich Regel. Was ist jetzt gerade nur für die Abonnenten? Ja. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hast du dir schon mal mehrmals als 2 Mal am Tag einen runtergeholt? Ja. Menschlich gesehen. In der Zeit, mit der du jetzt mit Jodie zusammen bist, ja, gab es schon mal einen Moment, wo es so 2 Schritte oder 1 Schritt davor war, dass du mit einer anderen rum warst? Nee. Nee. Findest du, dass du von allen Beteiligten hier im Raum den besten Style hast? Hä? Tu mal selber nachdenken über deine dummen Frage. Was eine Frage. So. Ja. Magst du deinen Papa oder deine Mama lieber? Was gemeint? Hä, wie jetzt? Mama. Mama. Oh, okay. Na? Schöne Grüße an deinen Vater an der Stelle. Mach dir kurz einmal, weil es mehr Kohle gibt. Ja. Hast du schon mal beim Sex gefurzt? Nein. Safe nicht. Wünschst du dir manchmal, dass du Single wärst? Nein. Das ist gelogen. Ist es selber? Nein, ist es nicht, ist es nicht. Hast du ja schon mal was zu essen gemacht? Ja. aber soll ich erklären, wie? Hast du das schon mal gemacht, Izzy? Ich bin gar nicht dran. Hast du schon mal einer Person zur Begrüßung die Hand gegeben? Ja. Oh. Gab es schon mal einen Monat, wo du mehr als 3 Euro verdient hast? Ja. Alter! Hey, Digga, du bist echt ein neuer, guter Kollege von mir, Alter. Gab es Monate, in denen du auch mehr als 3 Euro verdient hast? Jetzt sag du es auch so. Jo. Alter. Ohne Scheiß, mal direkt zum Baden gewesen. Max, hast du schon Wäsche gewaschen? Ja. Das ist schon hart, ne? Das alles ins Video reinzuschneiden. Gab's einen Moment, wo du einen von den dreien, Spendi, Sascha oder Barit, richtig auf die Fresse schlagen wolltest, weil du sauer warst? Ja. Hast du es dann auch gemacht? Nein. Wo wohnst du? Sag deine Adresse. Würdest du gerne mit Dagi B Rohrschäden reparieren? Ja. Ja. Was hast du mit der Luca Pizza verdient? Nein, mach nicht sowas direkt am Anfang. Noch gar nichts.
Guter Mann, guter Mann. Okay, okay. Noch okay. Gar nichts. Hast du dir jemand aus deiner Familie mal gesagt, dass du Nico heißt? Ja. So ein Donkopf, ey. Der Unterlachen hat einfach so schon immer gelacht. Ja, hab ich. Hast du dir in den vergangenen 6 Monaten in die Hose geschissen? Nein. Bist du Jody schon mal fremdgegangen? Nein. Bist du schon mal mehrfach von der Polizei angehalten worden wegen deinem Auto? Ja. Und? Fast täglich. Hast du noch nie eine schulische Einrichtung besucht? Ja. Wurde in deinem Kopf ein Gehirn gefunden? Nein. Welchen von den Crewzember-Mitgliedern hast du am meisten? Oh, ja gut, hassen kannst du ja nicht mehr. Ja, hast du doch. Welchen wen magst, am wenigsten. Am, magst du am wenigsten? Oha, das ist krass. Auf euch Jungs. Man muss dann auch noch jeder aus dem gleichen Sipp trinken. Ja. Hättest du gern dickere Oberarme? Nein. Nein? Nein. Ich trau mich nicht zu schlucken. Also spende mal ganz kurz zu deiner Information. Darin befindet sich Krabbensuppe, Ayran, okay, tschüss. Hast du jemals deine Position als YouTuber gegenüber einer Frau ausgespielt? Ja. Alter, komm! Hast du mal Blumen gepflückt? Ja. Rosen? Nein. Veilchen? Nein. Kakteen? Nein. Warst du schon mal im Schwimmbad? Was heißt das? Ob ich da geschwommen bin. Oder ob ich da drin war? Ja, war ich. Okay. Hast du, auch wenn ich beabsichtige, schon mal ein kalter Krasnavitsch-Bild angeguckt, ja. Ständer bekommen? Nee. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich verständlich. Find ich, ja. Kann ich verstehen. Hast du schon mal deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ohne? Jetzt dem Lehrer zu sagen. Ja. Könntest du jetzt noch Schwimmbad? Sag, Digga, das wäre auch okay gewesen. Okay. Hast du schon mal einen Mann mit Zunge geküsst? Nein. Hast du schon mal eine Frau geküsst? Kleine Hure. Von allen Beauty-YouTuberinnen in Deutschland, welche findest du am hässlichsten? Ich kenne ja nicht alle. Doch, von allen. Welche ich am hässlichsten finde? Welche Beauty-YouTuberin findest du am hässlichsten? Jetzt von meiner Empfindung her. Ja. Würde ich sagen, Mrs. Bella, finde ich nicht so. Riga hat es geschafft. Was hast du denn mal, du Mistgeburt, Alter? Okay, was für ein Auto fährst du gerade? Cheers. Hä? Oh. Oha. Schlucken. Schlucken. Ich mach ein Schlückchen. Wenn du ab morgen kein Cent mehr mit YouTube verdienen würdest, würdest du es noch machen? Oh. Oh mein Gott. Tschüss. Bist du mit der Länge deines Genitals zufrieden? Ja. Wie lang ist dein Penis? Also es war jetzt wirklich legit die Frage fürs Video. Alles klar. Mhm. Max, cooler Typ. Laktose drin? Ja, schmeckt. Hast du schon mal eine Straftat begangen? Nein. Sag die Wahrheit. Habe ich. Findest du das, was du gerade anhast, schön? Hä? Als ob nein! Nein. Hattest du schon gewohnt im Haus deiner Eltern? Ja! Hast du schon mal dir deine Zähne mit Zahnseide gereinigt? Seitdem du 18 bist, hast du dir mehr als 2 Mal in die Hose geschissen. Ja, Nico, du hast tatsächlich alle Fragen beantwortet. Ja, ich hab noch eine. Ich wüsste eine Frage, wo ich trinken würde, aber. Die sage ich hier nicht. Welche ist die Frage, bei der du trinken musst? Dann frag dir die Frage, ja. Ja. Warum ich bei Cheng ausgezogen bin. Warum bist du bei Cheng ausgezogen? Da kann man ja noch drauf kauen. Hast du jemals eine Ex-Freundin von dir auf den Mund geküsst? Ja. Glückwunsch. Würdest du für 10 Euro davon was trinken? Ja. Okay. Hat jemand 10 Euro? Luca. Fuck. I
Eingeschlafen. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.